Niklas Süle macht mit seinem Tor den nächsten Sieg für die TSG perfekt. 1:0 gewinnt die Mannschaft von Julian Nagelsmann zu Hause gegen die Hertha. 9 Spieltage, 5 Siege nacheinander, Tabellenplatz 3. Mit Ausnahme von 10 Minuten nach der Halbzeit haben wir es damals nicht so gut gemacht, haben weniger Zugriff gekriegt aufgrund der Umstellung von Hertha. Sonst, glaube ich, haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und haben absolut verdient gewonnen. Mit Vedad Ibišević haben wir natürlich auch gerade einen Spieler gehabt, der einen guten Lauf hat. Da war es schon schwer am Anfang, weil die natürlich auch eine gute Qualität vorne haben und uns angelaufen haben. Aber so länger das Spiel wurde, desto besser haben wir es im Griff gehabt. Haben auch halt viele Ruhephasen gehabt, weil wir auch halt mal dann den Ball halten und nicht mehr so oft den Ball einfach nur weghauen und dann hinterher rennen. Und das hilft halt unserem Spiel, dass wir halt einfach auch diese Ruhephasen haben, um dann mal den Gegner laufen zu lassen. Und das hat halt ganz gut geklappt heute. Und wir hätten einfach nur das zweite Tor nachlegen müssen. Wir haben viel, viel Kraft investiert und ich denke, dass dann halt kurz vorm Tor die letzte Kraft gefehlt hat. Aber ich denke, das Quäntchen Glück am Schluss noch ein bisschen, dann machen wir 2-3 Tore. Aber ich denke, das war super trotzdem von uns. Wie in den letzten Wochen auch, grundsätzlich betone ich immer, dass ich froh bin, dass wir uns die Chancen rausspielen und die Vielzahl von Chancen haben. Da bin ich auch guter Dinge, dass in Zukunft dann auch 1-2 Tore mehr fallen. Für mich war es natürlich schön, dass wir 1-0 gewonnen haben, dass es das entscheidende Tor war. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir vielleicht das zweite nachlegen. Aber ich denke, da gibt es auch noch viel Luft nach oben bei uns und wir sind noch lange nicht am Ende und trotzdem schön, dass es halt so gut läuft gerade für uns. Und man sieht es ja, wenn man die Gesichter von den ganzen Leuten schaut, dass wir zufrieden sind mit dem Sieg heute. Ich denke, der war verdient und wir haben eine gute Leistung gezeigt und ich denke, dass wir über die letzten 5, 6 Spiele ein gutes Team gezeigt haben und guten Offensivfußball gezeigt haben. Ich denke, da können wir alle zufrieden sein. Ja, sie wollten, glaube ich, schon zu Beginn mit 3 Spitzen früher, ein bisschen früher attackieren als sonst. Knackpunkt war, dass wir trotzdem geduldig waren und nicht zu hektisch nach vorne gespielt haben, sondern auch gewartet haben auf die Lücken und aufgrund von Pressing uns aus der Ruhe bringen lassen haben. Und so keine Konter bekommen eigentlich gegen uns und dann trotzdem 3, 4 Riesenchancen selber rausgespielt in der ersten Halbzeit. Wir hatten ein bisschen besseren Ballbesitz als gegen Köln, mehr in der gegnerischen Hälfte oder zumindest in der Nähe der Mittellinie nicht zu viel in der eigenen Hälfte und das war halt schon ein Schlüssel. Ich denke, in München sind es immer besondere Spiele, das wird sehr schwer werden. Aber ich denke, Köln hat es uns schon vorgemacht vor 2, 3 Wochen, dass man da auch was mitnehmen kann. Und ich glaube, ein besserer Zeitpunkt kommt nicht, als Bayern zu erwischen jetzt mit so einem Aufwind für uns. Und dann versuchen wir dort auch was mitzunehmen. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt. Wir fahren da auch hin, um erfolgreich zu sein. Natürlich machen wir uns nichts vor, dass es ein sehr schweres Spiel wird und dass Bayern die beste Mannschaft in der Bundesliga ist. Aber das kann psychologisch auch ein Vorteil sein. Ich glaube, da gibt es deutlich komplexere Spiele, was die Psychologie angeht. Und das ist da sicherlich weniger inhaltlich, wird sehr komplex, aber wir versuchen, ein gutes Spiel zu machen.